Hallo und willkommen, ich bin Christian und grüße aus dem wunderschönen Halle an der Saale. Wir bei der Seminar sind ein Bildungsstartup, das heißt, Lernen, Lehre ist uns einmal nah am Herzen und auch verdammt scheiße wichtig. Insofern die Diskussion, die jetzt gerade durch schulboykott.de als Hashtag und auch das aktuelle Rezo-Video vielleicht schon mal gehört, der hat im letzten Jahr schon mal ein paar kleinere Schlagzeilen gemacht mit einem anderen Video, wo es um die Zerstörung der CDU ging. Und hat damit jetzt wieder eine Diskussion angestoßen, die ich auch einfach mal aufgreifen möchte, um eine kleine Analyse auch vorzunehmen des Videos an sich. Es ist vieles durchaus übertrieben worden, es ist vieles richtig, aber an vielen Stellen möchte ich einfach mal unsere Sichtweise ergänzen. Generell erstmal an Rezo, vielen, vielen Dank da draußen. Hast ein ganz, ganz wichtiges Thema angesprochen, aufgenommen und halt in deinem Kreis verbreitet. Ich hoffe, dass es ein paar wichtige Dinge bewegen kann. Aber das Wichtigste ist erstmal, wie ist eigentlich die Situation? Wie erst auch analysiert hat bei sich, Bildungssache ist Ländersache. Hat an sich eigentlich einen ganz guten Hintergrund, denn 1930er und vor allem 1940er Jahre, Drittes Reich, Zweiter Weltkrieg, Nazi-Deutschland, da gab es zentralisierte Bildung, genauso wie nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel der Journalismus reine Ländersache geworden ist, ist es halt auch bei der Bildung so. Um halt eine Neutralität zu bewahren, um halt eben keine Gleichschaltung, um keine übertriebene Standardisierung im Sinne von Gleichmacherei unter einem Regime zu ermöglichen, wurde die Bildung Ländersache und in dem Fall inzwischen 16 Länder haben sich da entschieden. Ich kann da aus eigener Erfahrung sagen, an sich jetzt nicht die schlimmste Sache, was jetzt zum Beispiel Sonderwege angeht, aber es kann natürlich auch ziemlich scheiße werden, kann ich nicht anders sagen. Und naja, es ist halt einfach das Problem an sich schon mal. Wir haben 16 Bundesländer. Das Grundgesetz, als es damals erdacht wurde, war für 11. Gut, waren noch ein paar mehr gewesen. Baden-Württemberg gab es noch nicht, das hat sich erst zusammengeschlossen. Aber alte Geschichte, tut jetzt hier nichts zur Sache. Aber es waren halt wesentlich weniger Bundesländer gewesen und eine wesentlich kleinere Bevölkerung. Es war eine andere Welt. Wortwörtlich eine andere Welt im Jahr 1949 als jetzt. 70 Jahre später. Und das ist nämlich das grundlegende Problem auch mit der Schule an sich. Die Schule ist ein System von vor etwa 200 Jahren. Größtenteils durch Preußen erdacht, nachdem wir von Napoleon platt gemacht wurden, haben sich die Preußen gesagt, oh ja, scheiße, das war jetzt blöd gewesen. Was könnte man da machen? Ah, vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn unsere Soldaten mehr könnten als einfach nur gerade auslaufen. Vielleicht sowas wie zählen, schreiben, lesen. Könnte eine schöne Sache sein. Machen wir doch mal was und die packen wir dann in die Schule und das machen wir dann so, dass die dann, ihr erinnert euch vielleicht noch an eure eigene Schulzeit, in Bankreihen, wie dann auch später die Soldaten, in Reihe und Glied stehen müssen. Wenn der Lehrer reinkommt, wird der Lehrer oder der vorgesetzte Offizier, je nach Sichtweise, begrüßt und vergleichbare Dinge. Also das Problem an sich ist schon mal mit der aktuellen Lage, wir haben ein Schulsystem, das Jahrhunderte alt ist und ich habe das aus eigener Erfahrung jetzt gerade wieder gespiegelt bekommen von jemandem. Trotz Corona-Zeit ist er jetzt, zumindest bei uns hier in Sachsen-Anhalt, Prüfungszeit wieder langsam zumindest kommend. Und die ersten Prüfungen werden auch geschrieben mit Sicherheitsabstand. Aber wir haben jetzt diese super tolle Gelegenheit zu digitalisieren. Hashtag E-Learning. Schon mal vielleicht von gehört. Und was ist die Situation jetzt? Mit Ansteckungsgefahr, mit Sicherheitsabständen. Da könnte doch sowas wie, ich komme gerade nicht drauf, ich gucke mal kurz in meinem elektronischen Endgerät, was ich nochmal eigentlich meine, genau eben. Elektronik, Digitalisierung, das kann helfen. Das kann wirklich helfen. Das große, große Problem ist halt nur, offensichtlich werden wir da von Leuten vertreten, die da schlicht keine Ahnung haben. Wirklich null Ahnung haben. Unser Landesbildungsminister Marco Tullner, der hat eine ausbildungsrechtliches Studium, der ist Geschichts- und Politikwissenschaftler. Verdammt nochmal, das hat mit Bildung wenig zu tun. Das ist genauso wie, ich habe eine Schule besucht, das heißt nicht, dass ich automatisch eine leiten kann. Genauso wie wenn ich ein Unternehmen schon mal von innen gesehen habe, heißt nicht, dass ich plötzlich eins leiten kann. Das ist also die aktuelle Ausgangslage. Könnte rosiger sein, aber ich will es jetzt auch nicht großartig sugarcoaten, also hier mit Zuckerguss überziehen.
Können besser sein, da gehe ich mit Rezo komplett mit. Nächster Punkt. Was spricht an sich gegen Prüfungen? Per se erstmal nichts. Das Problem ist halt wieder so ein systemisches Problem. Wir haben 16 verschiedene Standards. Und jetzt gerade kommt dieses ganze verfickte Kleinstaatendenken wieder vor. Wir haben Bürgermeister, die sich als kleinen Napoleon fühlen. Wir haben Ministerpräsidenten, die sich als große Napoleon fühlen. Und das ist das Problem, was aktuell so ein bisschen gegen Prüfungen spricht. Wir haben keinen einheitlichen und vergleichbaren Standard. Wo ich im ersten Teil noch gesagt habe, ist es eigentlich eine gute Sache, dass wir Ländersituationen jetzt haben. Also dass es halt eben nicht diese übertriebene Vereinheitlichung und Gleichmacherei, diese Gleichschaltung wie in Nazi-Zeiten geben kann. Sage ich aber auch leicht einschränkend. Es macht aber trotzdem Sinn, wenn auf Bundesebene zumindest irgendwo die Standards vorgegeben werden. Zum Beispiel kein Abitur, bis sich die Landesminister einigen können. Und wenn die Landesminister sich nicht einigen können, dann muss der jeweilige Bundesminister, also in unserem Fall der Bundeskultusminister bzw. Bildungsminister an der Stelle, halt dazwischen greifen. Also ganz klassisch Hausaufgabe, liebe Landesbildungsminister oder Landeskultusminister, ihr habt ja unterschiedliche Bezeichnungen und Titel, das ist nicht auch schon so ein Problem für sich. Mal da, mal da. Bei uns zum Beispiel, wir haben ein Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung. In anderen Bundesländern ist das im Bereich von Familien angesiedelt. Denn nicht mal da gibt es eine Einheitlichkeit, aber muss nicht mal zwangsweise. Das kann auch so funktionieren, da sage ich nichts dagegen. Aber die Sache an sich sollte zumindest vergleichbar sein im Sinne von halbwegs nach einheitlichen Standards laufend. Kann schon mal helfen. Kann vielleicht wirklich helfen. Also was spricht gegen Prüfungen? An sich jetzt erstmal das Problem, was jedes Jahr gegen Prüfungen spricht, wir haben keinen einheitlichen Stand. Ich habe einen guten alten Schulfreund, der musste zum Beispiel während der Grundschulzeit Bundesländer wechseln, ist von Baden-Württemberg nach Sachsen-Anhalt gezogen, musste das gesamte Schuljahr wiederholen, weil die Lehrpläne zu unterschiedlich waren. Und das war in den 1990er Jahren. Jetzt haben wir 2020. Das ist fast ein Menschenleben. Das ist eine Generation später und es hat sich null getan. Es ist einfach dieses, wir reiten weiterhin dasselbe Ding wie vorher. Am Ende noch in den Grund. Also, was spricht gegen Prüfungen? An sich erstmal ja, die Tatsache Corona-Situation. Können ein guter Grund sein. Aber man kann doch die Situation vielleicht lockern. Hat der Luis auch aufgeführt. Sag ich, wie ja er eigentlich auch. Nee, eben nicht. Man kann vielleicht ein bisschen was lockern, aber gerade auch bei Kindergartenkindern, bei Grundschülern, bei allen Leuten bis zu einem gewissen Alter, könnt ihr es knicken, dass die Sicherheitsabstände einhalten? Ich meine, ich habe im Studium Germanistik als Nebenfach gehabt und da war ich sehr, sehr häufig mit Lehrämtern auch zusammen, habe mich auch in ein paar Seminare und Vorlesungen von den Lehrämtern mit reingesetzt und hatte da mal eine Dozentin, die das sehr schön zusammengefasst hat. Wenn ihr Lehrer werdet, 7. bis 9. Klasse, versucht einfach zu verhindern, dass die Kinder sich entweder bespringen oder an die Gurgel gehen. Also mit anderen Worten, auch wenn sie älter sind, den Körperkontakt aus dem einen oder anderen Grund kann man eh nicht meinen. Also insofern, warum nicht, Stichwort E-Learning, Online-Klassen machen? Warum ist das wieder eine scheiß Idee? Das habe ich hier gerade in Sachsen-Anhalt gemerkt. Es gibt die sogenannte Emu-Cloud hier und das ist eine fucking Dropbox, nichts anderes. Zwar andere Software im Hintergrund, aber es ist ein scheiß Cloud-Speicher. Lehrer stellen irgendwelche PDF-Dateien hoch, die Schüler sollen die beantworten, können nicht mal rückfragen, es gibt keine Reaktionsmöglichkeiten, sonst was. Interaktion ist null. Und wenn es mal um Interaktion geht, was machen die Schüler dann? Na klar, WhatsApp-Gruppe. Die meisten Klassen haben welche. WhatsApp sitzt aber in den Vereinigten Staaten und was haben wir da mit? Datenschutz. Grütze einfach, das ist ein Datenschutzsumpf dort. Und gerade für Schulen, gerade für Minderjährige spielt der Datenschutz eine verfickt nochmal wichtige Rolle. Und tut mir leid, wenn ich da jetzt gerade ein bisschen ausfallend werde, aber ich merke, ich steige mich da jetzt gerade in eine Kleinigkeit rein, weil das auch einfach so ein dummes System momentan ist, was wirklich mal reformiert werden müsste, aber an vielen Stellen nicht reformiert wird, weil die lieben ja, Minister und Ministerpräsidenten und Staatssekretäre und sonst wie teilweise einen Flips haben. Weil es wirklich dann, es ist dieser klassische Penisvergleich von, ja, ich hab hier einen längeren und guck mal, wie mächtig ich da bin. Leute, es geht um die Zukunft unseres Landes. Nicht in der nächsten Wahlperiode, aber wenn ihr mal alt seid,
älter seid als vielleicht jetzt schon, gepflegt werden müsst. Ihr hättet wahrscheinlich auch gerne eine Pflegekraft, die zumindest Deutsch halbwegs fehlerfrei beherrscht, obwohl diese Person hier geboren wurde und Generationen vor ihr auch schon hier gelebt haben. Macht vielleicht Sinn, und da kann ich einfach nur sagen, es gibt bereits gute Bestrebungen, zum Beispiel Tablet-Klassen an Schulen, aber das macht jede Schule für sich. Es gibt keinen wirklichen Standard, und da sind wir wieder beim Ausgangsproblem. Also, wie kann ein Fazit aussehen? Stärkere Arbeit miteinander, Kooperation, Solidarität und mal das Ego ein bisschen zurückschrauben. Kann nicht schaden. Und ja, was haben wir heute miteinander besprochen? Grundlegendes Problem, Fazit, wirklich jetzt. Fazit und Zusammenfassung. Grundlegendes Problem ist einfach nicht, dass es eine Ländersache ist mit den Schulen, sondern schlicht und ergreifend, dass die Kultusminister und dass die Politik an der Stelle keinen Schritt aufeinander zugeht. Jeder will seinen Stiefel durchdrücken. Also stärkere Kooperation, mal vom hohen Ross runterkommen. Und liebe Zuschauer da draußen, liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern, gerade die, die im wahlfähigen Alter sind, gerade die, die ein bisschen politische Macht haben, weil gute Freunde vielleicht Abgeordnete sind. Ihr wisst genau, das sind Menschen. Die machen es nicht unbedingt schlechter, aber liegt denen bitte mal ein bisschen in den Ohren. Die sprechen mit ihrer Stimme für Tausende, teilweise Millionen Menschen. Und da sollte uns der Punkt der Bildung doch mal verdammt wichtig sein. Okay, gibt es noch Fragen? Ich habe jetzt zum Thema Start-up-Meinung gar nicht so viel gesagt, sondern eher meine Meinung. Ich bin halt ein Start-up-Geschäftsführer und ich kann sagen, in vielen Bereichen ist es ähnlich, was die Sichtweise angeht von meinen Kollegen. Also es kann vieles besser laufen. Aber habt ihr konkrete Fragen? Möchtet ihr ein Feedback loswerden? Dann gerne in den Kommentarspalten und wenn es irgendwas gibt, was ihr mit uns gerne klären möchtet, das Team und ich stehen euch jederzeit gerne zur Verfügung, einfach bei derseminar.de, der-seminar.de. Einmal klicken, dann sind wir für euch da und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, mein Name ist Christian, ihr seid bei der Seminar und wir hören uns bald wieder. Bis dann, ciao.